15 Jahre sind inzwischen vergangen, seitdem Niko Kovac die Säbener Straße als Spieler verlassen hat. Als Trainer kehrt er nun zurück zum deutschen Rekordmeister. Ich bin wieder zurück nach einiger Zeit. Ich freue mich natürlich auf diese Aufgabe. Bin froh, dass der FC Bayern sich entschieden hat, mich als Trainer zu nominieren. Dafür Dankeschön und ich hoffe, dass ich das auch in der Form dann auch wieder geben kann bzw. zurückzahlen kann. Der Kroate kennt den FC Bayern durch seine Zeit als Spieler durch und durch. Das sei alles andere als ein Nachteil, so Kovac. Ich weiß, wie man hier denkt, wie man hier erfolgreich sein muss. Dass Kovac sich bereits am ersten Tag wieder wie zu Hause fühlt, wird schnell deutlich. Denn zahlreiche alte Weggefährten hat er gleich zum Amtsantritt in der Allianz Arena begrüßen dürfen. Auch die Nähe zu seiner Familie war ein ausschlaggebender Punkt für den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere. Es ist nicht allzu weit nach Salzburg. Es ist sehr viel leichter, jetzt auch zu meiner Familie zu kommen und umgekehrt auch. Deswegen glaube ich, ist das sportlich, aber auch für mich privat, persönlich ein sehr, sehr guter Schritt. Und ich hoffe, dass ich diesem Schritt dann auch gerecht werde. Niko Kovac hat sich in den letzten Jahren als Trainer stetig weiterentwickelt. Nach Salzburg und der kroatischen Nationalmannschaft schaffte er es, Eintracht Frankfurt zum Pokaltriumph gegen seinen neuen Verein zu führen. Es ist schön, wenn man mit dem Titel nach München kommt, aber das ist nicht in erster Linie deswegen entscheidend, dass ich jetzt hier was vorweisen kann, als Bayern-Trainer zu sein, sondern für mich persönlich bzw. für den Club Eintracht Frankfurt nach 30 Jahren etwas zu erreichen, so etwas Großes gegen eine Top-Mannschaft, das ist schon toll. Deswegen nehme ich das mit. Man sagt immer wieder, ja, jetzt habe ich als Trainer auch eine Kerbe im Colt und das ist auch schön und ich hoffe, dass in der Zukunft schon die eine oder andere Kerbe noch dazukommt. Genau dafür arbeitet Niko Kovac akribisch. So ging es nach der ersten Ansprache des neuen Coaches für das Team aufs Fahrrad. Die Aufgabe, die erste Ausfahrt gemeinsam meistern. Gestatten? Serge Gnabry, Bayerns neuer Offensiv-Allrounder mit der Nummer 22. Ja, guten Tag erstmal. Mir geht's sehr gut. Danke der Frage. Ich bin auch schon eine Weile hier in München, gerade wegen der Verletzung, die ich hatte. Bin da aber auf gutem Wege. Fühle mich sehr gut körperlich und freue mich, dass es heute losgeht mit der Mannschaft und dass ich bald auch wieder einsteigen kann und auf die neue Saison mit dem FC Bayern. Packmanns. Er ist Bayerns Frühstarter, weil er beim deutschen Rekordmeister gleich voll durchstarten will. Der 22-Jährige hat die Vorbereitung so frühzeitig wie kein anderer Bayern-Spieler aufgenommen, um nach seinem Muskelbündelriss im Adduktorenbereich zum Ende der vergangenen Saison möglichst schnell fit zu werden. Ich bin ja schon seit einigen Wochen hier, arbeite hart an meinem Comeback und ich glaube, ich bin nicht mehr allzu weit entfernt. Der Ball wird jetzt in den nächsten Tagen dazukommen. Und dann, denke ich, muss man sich auch alle Zeit der Welt lassen, bis man wieder zu 100%, sag ich mal, einsatzbereit ist. Der gebürtige Stuttgarter mit ivorischen Wurzeln will top vorbereitet in seine erste Spielzeit beim FCB gehen, nachdem er in der Vorsaison an die TSG Hoffenheim ausgeliehen worden war. Es ging viel um die Spielpraxis. Die habe ich jetzt in Hoffenheim vor allem in der Rückrunde gesammelt, da die Vorrunde für mich persönlich nicht so gut lief wegen der Verletzung und denke aber, dass ich in der Rückrunde auf meine Spielzeit gekommen bin und das sehr genossen habe und mich auch gut weiterentwickelt habe und jetzt bereit bin. Gnabry, mit Deutschland bereits Olympiasilbergewinner 2016 und U21-Europameister 2017, will nun auch mit dem besten deutschen Verein auf Titeljagd gehen. Ziele würde ich ganz kurz fassen, mit dem FC Bayern einfach so viele Titel wie es geht zu holen. Serge Gnabry, Bayerns neuer Offensiv-Allrounder mit der Nummer 22. Bayerns Frühstarter, der beim deutschen Rekordmeister gleich voll durchstarten will. Es ist eine neue Herausforderung, der sich Miroslav Klose stellt. Der ehemalige Bayern-Stürmer kehrt als Nachwuchstrainer zurück nach München. Dienstagnachmittag hat Klose seine U17 zum ersten Mal auf dem Platz um sich versammelt.
erstmal reinkommen. Also meine ersten Schritte auf dem Platz, ich meine, wie ich gerade schon gesagt habe, erstmal die Jungs kennenlernen. Das ist erstmal eine Kennenlernphase, dass die mich kennenlernen, ja, dass sie ein Gefühl für mich entwickeln und umgekehrt ich für die Spieler und dann Stück für Stück immer intensivieren. Der Weltmeister will als erstes eine Gemeinschaft schaffen. Dabei steht ihm eine äußerst junge Mannschaft zur Verfügung. Einige Spieler der U16 sind nun aufgerückt und komplettieren den Kader der U17. Der neue Coach spricht bereits in der ersten Einheit viel mit seinen Spielern. Man merkt, Klose will seine Jungs weiterbringen, ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ich glaube schon, dass es viele Sachen gibt. Also ich meine, habe schon viele Sachen jetzt in den 2 Jahren Nationalmannschaft und in den Lehrgängen, wo ich meine Scheine gemacht habe, schon sehr viel mitnehmen können und versucht das natürlich jetzt umzusetzen auf dem Platz. Also ich glaube schon, dass ich das ein oder andere den Jungs mit auf den Weg geben kann. Wie schnell sie es umsetzen können und so, das wird man sehen, aber ich habe da wirklich ein gutes Gefühl. 2 Wochen nach dem Endspiel um die deutsche Meisterschaft, das der FCB unglücklich mit 2:3 gegen Borussia Dortmund verlor, geht es bereits wieder an die Arbeit, um bestens auf die neue Saison eingestellt zu sein. Der Weltmeister von 2014 zeigt sich beeindruckt vom Bayern Campus und dem Potenzial seiner neuen jungen Mannschaft. Ja, ich war schon, bevor ich zur WM gefahren bin, war ich schon den ein oder anderen Tag hier und habe natürlich mir die Jungs angeschaut in vielen Spielen, um mir ein Bild zu machen, aber jetzt geht's los. Jetzt in jeder Trainingseinheit will ich es ein bisschen analysieren, studieren und mir ein großes Bild machen, aber Campus ist fantastisch. Also ich meine, das, was sie hier hingestellt haben, kann sich wirklich sehen lassen. Direkt nach seinem Karriereende im November 2016 absolvierte der gebürtige Pole ein individuelles Ausbildungsprogramm beim DFB, um Lizenzen als Trainer zu erwerben. Klose wurde dabei zum festen Bestandteil der A-Nationalmannschaft. Seine erste Station im Trainergeschäft bringt den 2-maligen Doublesieger zurück an seine alte Wirkungsstätte. Ja, die DNA war immer in mir drin. Also ich glaube, sind wir auch nach München gezogen, ohne dass ich wusste, dass es irgendwann mal zu dieser Aufgabe kommt. Wir fühlen uns hier wohl und München ist eine fantastische Stadt. Und wenn ich diese Möglichkeit hier bekomme, dann ist natürlich klar, dass es umso schöner ist. Miroslav Klose weiß, wie sich große Triumphe anfühlen, aber auch bittere Rückschläge. Der 40-Jährige wird seine Erfahrung an die U17 weitergeben und die jungen Spieler so sicherlich einen großen Schritt in ihrer Entwicklung voranbringen. Niko Kovac ist back. Zurück beim FC Bayern München als neuer Cheftrainer. Nicht alleine, sondern mit seinem jüngeren Bruder Robert als Co-Trainer. Eingefädelt vom ehemaligen Spielerkollegen und Sportdirektor Hasan Salihamidžić. Wir haben uns auch als Spieler sehr, sehr gut verstanden, haben uns auch damals viel ausgetauscht. Man kann sich ja vorstellen, wenn damals waren wir Kumpels sozusagen, Freunde, und das ist auch geblieben, sind in Kontakt geblieben. Mit Robby habe ich natürlich auch, mit seinem Bruder, haben wir auch zusammengespielt. In den ersten Gesprächen haben wir uns gleich, richtig gut verstanden. Deswegen freut mich das. Dem gibt es nichts hinzuzufügen. Eine wunderbare Freundschaft, die ihren Beginn vor rund 18 Jahren fand. Seitdem schätzen sich die beiden und ihre schnörkellose Einstellung zum Beruf. Ja, ich gehe voran. Bin ein Typ, der arbeitet, der gerne arbeitet, der vieles auch vorlebt, aber dementsprechend von den anderen auch erwartet, dass sie es mitleben bzw. auch mittragen, sodass das sicherlich dann auch erklärend ist, wie ich dann auch als Trainer bin bzw. auch als Mensch. Niko Kovac, 46 Jahre alt, geradlinig. Seit 9 Jahren tätig als Trainer in Salzburg, für Kroatien, zuletzt in Frankfurt und jetzt für den FC Bayern München. Eine Erfolgsstory. Und als ehemaliger Bayern-Spieler trägt er das Siegergehen in sich und kennt die DNA des Vereins. Ja, das mit den Zielen ist immer so eine Geschichte. Es ist mir ganz klar, was erwartet wird. Aber mein Ziel geht in erster Linie dahin, ich möchte versuchen,
mit meinem Trainerteam. Ja, und das ist mir ganz wichtig mit meinem Trainerteam, denn wir wollen versuchen, dass wir jeden Einzelnen besser machen, ob das jetzt technisch-taktischer Natur ist oder auch konditioneller Natur oder physischer Natur, denn man kann überall etwas noch rausholen. Und wenn wir es schaffen, in jedem dieser Segmente etwas rauszuholen, dann sehe ich schon die Möglichkeit, dass wir das eine oder andere auch an Pokalen mitnehmen können. Niko Kovac spricht vom Wir, vom Team, von Respekt und Wertschätzung. Er selbst ist bestrebt, am Puls der Zeit zu sein, wie der Fußball sich entwickelt, auch hier beim FC Bayern. Der Fußball ist sehr vielfältig und jeder einzelne Spieler, aber auch jede einzelne Mannschaft muss schon versuchen, in den vier Phasen des Fußballs gescheit auszuschauen. Wenn ich mal den Ball gewinne in der eigenen Hälfte, dann habe ich die Möglichkeit, auch schnell umzuschalten. Das werden wir versuchen. Wenn es sein muss und der Gegner sich betoniert, dann müssen wir zusehen, dass wir dort Lösungen finden. Aber das ist das Interessante am Fußball. Es variiert immer. Es gibt alle Jahre wieder Neuigkeiten. Und an uns liegt es, das letzten Endes so aufzuarbeiten, dass wir diesen Herausforderungen, die wir dann haben, gerecht werden und dass wir dann auch die richtigen Lösungen finden. Niko Kovac macht bei seinem Antritt den besten Eindruck. Charmant, zielstrebig, einfühlsam und voller Optimismus. Und dabei bekommt er die volle Unterstützung von Verein und Familie. Wir freuen uns auf seine Art und Philosophie und wünschen Niko Kovac viel Glück und Erfolg. Packmas. Aufgewachsen in Ibaque im Departamento Tolima in Zentralkolumbien. Dort beginnt James Rodriguez als Schüler des Colegio Tolimense des Erzbistums Ibaque mit dem Fußballspielen. Vielleicht erwirbt er sich dort seine technischen Grundvoraussetzungen für später. Also, was ich noch genau weiß, ist, dass James Rodriguez von klein auf anders war als die anderen. Das haben auch sofort Leute gemerkt, die keine Fußballexperten waren. Die Geschichte von James Rodriguez beinhaltet keine Straßenkinderromantik, wie die eines Jungen, der aus einfachsten Verhältnissen kam, sondern ist ein Aufstieg, der gar nicht anders hätte laufen können. So wird seiner Mutter Maria de Pilar Rubio der Satz über ihren Sohn nachgesagt: James wollte nie Fußballer werden, aber er war ein Fußballer an dem Tag, an dem er geboren wurde. James durchlief zu Hause alle Jugendmannschaften, trug immer die Rückennummer 10, ging mit knapp 15 nach Medellin, um Profi zu werden. Via CA Bernfield, Argentinien, geht es nach Europa. Ich sag mal einen Satz. James war für mich ein Rohdiamant, ein Superstar-Azubi, ein Lehrling, der jetzt ausgelernt hat. Und ein Superstar ist. Ein sehr torgefährlicher. Es gibt einige Superstars, aber nur wenige sind so torgefährlich. Diese Fähigkeit gepaart mit seiner exzellenten Technik und Ballbehandlung, dazu die Präzision, das Gefühl und der Torinstinkt. James Rodriguez ist ein Gesamtkunstwerk. Komplettiert werden die Bayern-Profis bei ihrer ersten Einheit durch Nachwuchstalente der Amateure und der U19. Frischer Wind trifft also zum Trainingsauftakt auf routinierte Topstars. Niko Kovac fordert bereits in seiner ersten Einheit auf dem Platz jede Menge von seinen Spielern. Niko Kovac hat nun die Zügel in der Hand beim deutschen Rekordmeister. Er will seine neue Mannschaft perfekt auf die kommende Saison vorbereiten. Jeden einzelnen Spieler will er zusammen mit seinem Bruder Robert Kovac, der als Co-Trainer fungiert, weiterentwickeln.
Stunde. 2 Stunden haben die Spieler von Niko Kovac bereits am Donnerstagvormittag geschuftet. Da war jede Erfrischung bei Javi Martinez und Co. willkommen. Der Trainingsstart um kurz nach 10. Nach dem Aufgalopp ging es für alle Spieler ans Eingemachte, bis die Oberschenkel brannten. Klar, Vorbereitung heißt arbeiten. Wir müssen zusehen, dass wir die nötige Fitness an den Tag bekommen. Wir müssen zusehen, dass wir technisch-taktisch uns dementsprechend verbessern. Sinnvoll und schweißtreibend nutzten ihre Zeit auf dem Weg zum Comeback auch Arturo Vidal im Leistungszentrum sowie Serge Gnabry auf dem Nebenplatz. Ihre Teamkollegen rundeten die 2-stündige Vormittagseinheit mit einem intensiven Trainingsspiel und diesem Schmankerl von Arjen Robben, wohlgemerkt mit rechts, ab. Um kurz nach 12 war das Training zu Ende, wohlgemerkt das erste an diesem Donnerstag. Denn um 16.30 Uhr hieß es dann, Klappe die zweite. Niko Kovac bat zur zweiten knackigen Trainingssession. Die Bayern geben unter ihrem neuen Trainer von Beginn an Vollgas, auch schon mal in einer Doppelschicht, um jetzt in der Vorbereitung den Grundstein für eine möglichst erfolgreiche Saison zu legen.